Emre, was geht ab? Was geht? Nicht viel. Du kannst aber hier so. Sind so neue Kameramann? Nein, Mann. So neue Kameramann. Gut siehst du aus heute. Oh. Hast du trainiert, hä? Du bist voll aufgepumpt. Du guckst mir das jetzt trainiert, gell? Doch, ich mache eure Videos immer. Ja, warum machst du nichts? Du bist an einer Stelle dabei, hast du gesehen? Du machst so, Nein. Beim Essen nicht dabei. Weißt du es? Ja, klar. Ich hab das doch gesehen. Ich hab so gemacht. Ich hab eure Video, hab alle eure Videos gesehen. Ich hab auch alle ein Like hinterlassen. Ich wollte dich erst fragen, ey, kannst du das mit reinnehmen, wo du so machst? Das ist halt egal, ich teste mal, ob der unsere Videos guckt. Superman. Wenn der das sieht, dann wird er mir bestimmt schreiben, ey, warum ist das rein? Mir ist es egal. Spinnen retten. Ja, haben wir doch. So, Freunde, ich zeige euch jetzt das beste Clash of Clans Account. Krass. Wie lange hast du dafür gebraucht? Für das alles? Keine Ahnung, über 6 Jahre schon. Und noch nie was bezahlt? Let's go. So Leute, der Yusuf will das hier machen. Und das hier. Denkst du, schaffst es? Ich sag, du schaffst es. Okay? Also guck mal, wir machen so. Ich gehe jetzt ins Training. Ich komme so in 1,5-2 Stunden wieder. Und dann bist du fertig, okay? Dann will ich das Endresultat sehen. Okay? Ta. Okay, bis später. Ja. Mal gucken, ob du es bis dahin geschafft hast. Freunde, schaffe ich das? Ich werde es versuchen. Und ich nehme euch mit. Let's go. Freunde, das sind die Gegenstände. Ah, die Banane können wir nicht benutzen, weil ich kein gelbes Pullover habe. Guck, ich mach dann so einfach. Ja. Und danach machst du, wenn ich auf so bin, machst du Cut. Danach. Was machen wir danach? My name is Jeff. Okay. Okay, denkst du, das ist gut geworden? Ja, gut. Bei 1. Und jetzt den nächsten halt. Jetzt musst du wieder da sein. Zieh die T-Shirt auf. Was jetzt? Weiß oder? Was wir passen, weiß, gell? Wir haben reingeschissen, glaube ich. Weil zu wenig Zeit ist? Zu früh. Zu früh. Viel zu früh. Viel zu früh. Ja, perfekt. Das war, glaub ich, gut. Okay, so. Okay, zeige. Was machst du? Navy. Navy! Sie können doch das erste Mal machen. Das erste Mal machen. Ey, das ist so anstrengend. Was machen wir? No, ja, aber wir müssen alles neu machen. Wollen wir einfach alles nochmal neu machen? Wir können auch an den Anfang machen. Geht nicht mehr. Geht am Ende? Man kann gar nichts mehr. Warum nicht? Egal, nee, ich mach komm neu. Was ist eine Scheiße? Sehr, sehr, sehr viel später. Let's go. Ihr habt ja am Mittwoch gesehen, wir haben verschiedene Eistees probiert. Und wir hatten was im Kühlschrank, was wir nicht probiert haben. Dirty Blueberry. Okay, let's go. Du darfst gucken, anfassen und genießen. Shirin David bringt deine juicy Fantasien ins Eisteeregal. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
man merkt, das ist richtig süß. Ich bin ehrlich, nochmal würde ich das nicht holen. Oder? Doch, aber nicht jeden Tag. 1 von 10 gebe ich eine. 7. Shirin David, ich will mein Geld. Tschüss. Let's go. Okay, Leute. Heute kochen wir was mit Yusuf zusammen. Was kochen wir? Steak. Aber Baba Steak. Also, als erstes brauchen wir... Löffel, hä? Als erstes brauchen wir 1 Kilo Traubenminze. Dann holt ihr da alles so einmal raus. Warum schneidest du das? Weil es cool aussieht. Findest du jetzt nicht, das stinkt zu viel, also dass es zu hart ist? Stark. Das ist ganz normal. So, einmal kurz Hände waschen. Warum wäschst du Hände? Ich zeige euch jetzt, was ich immer mache, okay? Mit dem Tabak vorher. Viele Leute werden jetzt sagen, das macht doch gar keinen Sinn, was machst du da und bla bla bla. Bevor ihr hatet, probiert es selbst mal aus. Ich nehme so die Hälfte, also 500 Gramm. Dann roll ich das so zusammen. Siehst du das? Mhm. Dann drücke ich die ganze Molasse hier raus. Warum? Guck mal, das ist eine gute Frage jetzt, warum? Jetzt werden, ich weiß, voll viele werden jetzt sagen, es ist dumm, die Molasse rauszudrücken, weil dann verbrennt der Tabak schneller und bla bla bla. Aber ich sag euch, guck mal, wie viel Molasse hier drin ist. Das ist viel zu viel Molasse. Der Tabak ist einfach so krass gestreckt mit Molasse und man braucht nicht so viel. Und mir schmeckt es so besser. So. Oha, die Farbe ist komplett anders. Ja, ja. Diese Molasse, die hier drin ist, das reicht schon vollkommen. So, der Rest ist viel zu viel. Digga, ist so eine Sauerei. Was macht ihr? Oh, jetzt ist es. Jetzt nehmen wir die zweite Hälfte. Und jetzt genau das gleiche. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr fertig seid, sieht es ungefähr so aus. Du gibst dir schon Mühe für sowas. Freunde, auf jeden Fall vergesst niemals sauber zu machen, ha? Let's go. Freunde, was geht ab? Yusuf und ich sind unterwegs. Hi. Und ich zeig dem Yusuf heute einen Geheimspot von mir. Einen sehr romantischen Ort, wo man den Sonnenuntergang mit einer vielleicht weiblichen Gesellschaft zusammen. Was laberst du? Was? Was laberst du? Ja, ich bring dir heute was bei fürs Leben. In einer Stunde haben wir Sonnenuntergang. Hallo Freunde. Bis dahin holen wir uns erstmal was zu trinken. Und ich würde sagen, Yusuf, geh mal da rein und hol mal noch Kippen oder so. Nein. Ja, geh mal rein, Challenge für dich jetzt. Du gehst da rein und du fragst, ob du Zigaretten bekommst. Soll ich jetzt hier hinbringen? Hallo. Ich wollte fragen, ob ich Dings bekomme. Zigaretten. Zigaretten? Ja. Du musst schon mal anstellen, das war ja. Ja, ja. Eine Dings. Was eine Dings? Eine Dings. Genau. Hä? Ja. Wie viel? Hä? Bist du eine große Patron? Ich weiß nicht. Dankeschön. Was geht ab? Was geht ab? Ey, Freunde, Aral ist die Nummer 1. Wisst ihr warum? Weil Baum. Yusuf, nimm dir was zu trinken auf meinen Nacken. Ja, ja. Okay, Yusuf, Schritt 1 für ein perfektes Date ist erledigt. Das war? Trinken. Die Getränke, das waren die Getränke. Und jetzt kommt Schritt Nummer 2, Eis holen. Baby, 2 Minuten. Du sollst synchron sprechen. Oh Baby, lass uns cruisen. Hallo. Cruisen, wenn ich nachts in der Booth bin. Du sollst Synchronstimme machen. Taktik, ne? Genau, 2 McFlurry. Welche? Was gibt's? Bounty? Bounty, Kick-Cut, Pickup und Pickup. Ja. 2x Pickup.
Mit Soße oder ohne? Ja, mit Soße. Mit Karamanschoko? Eine Schoko, eine Kamarin. Nein. Hi. Perfekt, dankeschön. Jawohl, gleichfalls. Schritt Nummer 2 erledigt. So, Eis, Getränke. Wo ist dein Getränk? Irgendwo da unten. Irgendwo da unten. Ja, was ist Schritt Nummer 3? Schritt Nummer 3 ist der Ort. Genau, wir müssen jetzt noch zum Ort. Und dann beginnt die Romantik. So, wir sind angekommen. Yusuf, hier bringst du deine erste Freundin hin, okay? Wow, ey, sieht aber gut aus dort. Hey, ah, guck mal, da kann man eigentlich hin. Aber die haben es zugemacht. Warum haben die es zugemacht? Es sieht schon cool aus, aber. Fail? Ja, ich fail. Sagen, wir gehen nochmal nach hinten. Hast du gecheckt, dass alles zu ist? Ja, das ist zu, Freunde, guckt. Tut mir leid, Yusuf. Ich zeig dir sogar einen noch schöneren Ort nächstes Mal. Nein, mach nicht so. Wie? Scheiß auf diesen Ort hier. Ich zeig dir noch viel schönere Orte, okay? Wieso bin ich heute dahin gegangen? Was? Hä? Hast trotzdem einiges gelernt. Was zum Beispiel? Schritt Nummer 1? Ja, was? Wir müssen nochmal komplett von neu anfangen. Du hast nichts gelernt. Doch, ich weiß. Du hast gar nichts gelernt. Hier ist kalt. Immer nerv mich immer nicht. Schritt Nummer 4, hier ist kalt. Nein, ich mein ernst. Du machst so. Nein. Die was? Schulter. Ah. Die Schulter. Ja, Imran nervt mich. Nein. Hallo. Imran, ey, wenn sie dir eine Backpfeife gibt, dann musst du aufhören. Ja, nervt mich. Okay? Okay, Freunde, wir gehen jetzt in den Wald. Warum sind hier keine Lichter? Ich hab schon Angst hier. Oh, hast du es gehört? Ey, hier ist ein Tier. Okay, ich bin jetzt verstecken und Imran versteckt sich. Okay, 1, 2, 3, 4, 20, 5, 13, 14, 16, 17, 20. Ey, ich seh dich! Dein Licht! Wie lost! Hä? Man sieht dich null.